Habitieri, wie man sieht, ist halt nicht das Wetter, wo man sich darum reißt, draußen was zu arbeiten. Darum werde ich die Gelegenheit nutzen und werde mich in meine Werkstatt verziehen. Ich werde mich heute nochmal um den Hanomarkt kümmern. Da habt ihr in dem Video oder in den Videos gesehen, wo ich den Hanomarkt zusammengebaut habe, dass ich da noch ein Problem habe, und zwar die Hydraulikpumpen. Die ist nämlich undicht. Und die werde ich heute ausbauen, werde die einmal zerlegen und schauen, vielleicht kann ich es wieder richten. Wenn, dann habe ich Glück gehabt. Wenn nicht, dann habe ich schon jemanden, der verkauft solche Hydraulikpumpen, die eins zu eins in den Hanomarkt reinpassen. Aber jetzt schauen wir erst einmal, ob man es richten kann. Ich habe das jetzt schon mal so weit hergerichtet, dass ich es mit in die Werkstatt nehmen kann. Heißt, den Keilriemen von der Scheibe runter, die ganzen Anschlüsse locker geschraubt, das Öl rauslassen, und da habe ich es von dem Halter runtergeschraubt. Jetzt gehe ich mit der Hydraulikpumpe in die Werkstatt runter und dann schauen wir uns einmal an, was da Sache ist. Mit der Pumpe auf dem Operationstisch werde ich jetzt erstmal anfangen, alles wegzuschrauben, was ich nicht brauche. Das heißt, die Anschlüsse da hinten, den Halter und die Keilriemenscheiben da vorne. Die ganzen Anbauteile von der Hydraulikpumpe sind jetzt so weit weg. Bei dem Hydraulikanschluss habe ich echt überlegen müssen, weil sich der beim Aufdrehen immer gegen den anderen Anschluss gedreht hat. Somit habe ich keinen von denen jetzt zwei runtergebracht, bis mir eingefallen ist, es gibt einen Hydraulikanschluss, die wo sie in sich drehen lassen, und dann ist er ganz leicht gegangen. Die Hydraulikpumpe ist eine Bosch HY-ZE16CR13. Das ist definitiv keine originale Hanomag-Hydraulikpumpe. Also die ist anscheinend schon mal nachgerüstet worden oder austauscht worden. Ich werde die jetzt ein wenig vom groben Dreck befreien und dann werden wir sie mal aufmachen. Das Problem an der Hydraulikpumpe, für den, der wo sich nicht mehr daran erinnern kann, sind diese zwei Deckel. Das ist ja bei der originalen Hanomag-Hydraulikpumpe, gibt es diese zwei Deckel nicht. Da gibt es bloß die zwei Hydraulikanschlüsse. Die Blinddeckel, so viel wie ich beim Recherchieren festgestellt habe, das sind die Bohrungen, wo diese zwei Zuradl drin laufen, und angeblich, wenn es da Hydrauliköl rausdruckt, dann sind diese Wellen oder diese Sinterbuchsen, also diese Gleitlagerbuchsen, eingelaufen und darum druckt es da das Öl raus. Aber das schauen wir uns jetzt dann an, wenn ich es aufgemacht habe. Nach der ersten groben Reinigung werde ich jetzt einfach mal die 6 Schrauben da rausschrauben und dann schaue ich mal, ob ich es aufbringe. Ich habe jetzt die Pumpen so weit in ihre Einzelteile zerlegt. Da hinten ist ein bisschen so Chlorgerusch rausgefallen, eine Feder mit zwei Stahlkugeln, eine Feder und ein Beilagscheim. Das kommt da rein, das ist aber mehr oder weniger selbsterklärend. Die Führungen von den Zoradl habe ich kontrolliert, die haben absolut null Spül. Also deswegen ist die Pumpen mit Sicherheit nicht undicht. Ich werde jetzt versuchen,
da aus dem Deckel diese Alustopsel rauszuklopfen, vorsichtig, damit ich es nicht kaputt mache. Und dann schauen wir an, wie ich die wieder dicht bringe. Einen Stopsel habe ich jetzt heraus, das ist der da. Ich werde jetzt erst einen nach dem anderen machen, habe ich entschieden, damit ich die Stopsel nicht vertausche. Da innen, wo der Stopsel drin ist, da ist eine kleine Nut. Und in der Nut war diese, ja, es war vielleicht einmal eine Gummidichtung. Mittlerweile ist es schon ganz schön hart. Es ist zwar noch flexibel, aber ich glaube, das ist der Grund, warum der Deckel undicht war. Es ist kein O-Ring nicht, es ist irgendwie eine Flachdichtung oder irgendwie sowas. Sowas habe ich nicht da, sowas werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr besorgen können. Ich werde mir jetzt schnell überlegen, was ich mache, damit ich das wieder dicht bringe. Ich habe mir das jetzt einmal ganz genau angeschaut und im Grund von der Nut unten sieht man, dass das eine leichte Rundung hat. Also liegt für mich die Vermutung nahe, dass da schon ein O-Ring reingehört und sich das einfach bloß so zusammengearbeitet hat mit der Zeit. Ich habe jetzt in meinem O-Ring-Sammelsurium einmal geschaut und tatsächlich einen gefunden, der, wo da richtig schön reinpasst, den werde ich jetzt da einfach mal einsetzen und da den Aludeckel wieder draufklopfen. Die Deckel habe ich jetzt beide wieder drin. Ich habe es jetzt wirklich streng reingeklopft und habe außenrum mit dem Hammer, mit dem Durchschlag, ein wenig die Kanten nach innen bogen, sodass der Sitz nur ein wenig enger wird. Jetzt werde ich es wieder zusammenbauen und dann werde ich es mal probieren. Falls es nicht dicht sein sollte, habe ich noch einen Plan B, aber jetzt probiere ich es erst einmal so.
Die Hydraulikpumpen ist soweit jetzt wieder zusammengebaut. Der Halter ist dran, die ganzen Anschlüsse sind dran und auch die Riemerscheiben. Und dran tut sie sich schon mal. Ich baue es jetzt wieder beim Hanno Magai und dann schauen wir mal, ob die Reparatur erfolgreich war. Und jetzt die noch. Was ist das für Schlüssel? Egal. Nehmen wir den Universal. Fest. Fertig. Eins fehlt jetzt noch zum Probieren und das ist Hydrauliköl. Ich weiß, einige haben in dem Video zum Hanomag geschrieben, dass da kein Hydrauliköl reingehört, sondern Motorenöl, also stinknormales 15W40 oder so. Das steht auch in der Betriebsanleitung so drin. Ich werde aber jetzt trotzdem Hydrauliköl einfüllen. Hydrauliköl ist jetzt drin. Ich habe mir jetzt nicht ganz voll gemacht den Behälter, so ungefähr bis Minimum. Zum Probieren langt es jetzt einmal, weil wenn er jetzt wieder undicht ist, dann muss ich die ganzen Zeiger wieder rauslassen. Aber jetzt lasse ich ihn einmal an und dann müsst ihr ziemlich schnell zeigen, ob die Reparatur funktioniert hat oder ob es für die Katz war.
Ich lasse den Hanomag jetzt eine Zeit lang laufen und werde das beobachten. Und dann zeige ich euch, ob es dicht ist oder ob ich nochmal nachhauen muss. Die Reparatur war ein voller Erfolg. Die zwei Deckel sind jetzt hundertprozentig dicht. Da druckt es jetzt gar nichts mehr raus. Die haben bloß einen Drucker. Aber ich habe ein neues Ölleck, und zwar die Verschraubung. Das habe ich mir schon gedacht, wie ich die Draht habe beim Runtermachen. Die schwitzt jetzt da genau an dem Übergang, wo der, ja, wie sagt man da, wo die Verdrehung ist. Da werden wir jetzt eine neue Verschraubung besorgen und die austauschen, in der Hoffnung, dass die Verschraubung dann dicht ist. Naja. Irgendwie hört es nicht auf. Da bin ich jetzt wieder froh, dass ich den Behälter nicht voll gemacht habe. Jetzt muss ich nicht wieder so viel Öl rauslassen. Aber ich bin jetzt echt froh, dass die Pumpen wieder funktioniert und dass die dicht ist. Also die Reparatur hat sich auf jeden Fall rentiert. Ich werde jetzt gleich reingehen und schauen, was das für eine Verschraubung ist und wo ich die herkriege. Dann werde ich es gleich bestellen. Und wenn es da ist, dann baue ich es auch gleich ein. Ich hoffe, euch hat das kleine Hanomag-Video wieder gefallen. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt es wie immer unten in die Kommentare. Und ansonsten kann ich bloß noch eins sagen. Halt, noch nicht abschalten, es ist noch nicht Schluss. Ich habe mir nämlich die Verschraubung jetzt einmal genau angeschaut und ja, ich habe mir gedacht, irgendwie müssen sie es ja zusammengebaut haben und irgendwie muss man es errichten können. Darum habe ich da hinten jetzt einmal den Deckel runtergeschraubt und siehe da, die Verschraubung kann man jetzt legen. Ich habe eigentlich gemeint, dass da irgendwo ein O-Ring drin ist, damit man die drehen kann. Nein, da ist da innen also ein Hohlschraum, so ein Imbusschraum, und mit der Imbusschraum, das muss ich bloß wieder reinbringen, wird diese Übergangsverschraubung einfach mit dem Kupferring da zusammengeschraubt. Ja, jetzt ist das schon klar, durch das, dass ich da die ganze Zeit Draht habe, dass das da undicht worden ist. Oh, ja, ich habe es halt nicht so mit Hydraulik, ich bin ein Schreiner. Jetzt habe ich da neue Kupferring drauf, jetzt baue ich das Ganze wieder zusammen. Und dann schauen wir mal, ob die Verschraubung auch dicht ist. Oh, was soll ich sagen? Wieder was gelernt. Die Verschraubung ist hundertprozentig dicht jetzt. Ich habe da unten jetzt vorher alles nochmal, bevor ich den Lauf verlassen habe, nochmal mit Bremsenreiniger rausgespritzt, dass er richtig schön Drucker ist und man sieht, da ist wirklich gar nichts mehr. Mission complete. Der Hanomag ist jetzt wirklich einsatzbereit.
Hydraulikpumpen ist dicht, Verschraubung ist dicht, alles andere ist auch soweit dicht. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Also Burschen, Mädels und alle anderen auch, macht es gut. Für's euch. Jetzt kann es losgehen mit dem Kartoffellegen.